Hallo, herzlich willkommen bei mir im Kitchen Chaos. Heute gibt's bei uns Cheeseburger und dafür zeige ich euch jetzt mein Rezept für selbstgemachte Brioche Burger Buns. Dafür mache ich als erstes einen Vorteig und als Zutaten dafür brauchen wir 50 Gramm lauwarmes Wasser, 2 Gramm Hefe, 50 Gramm Mehl, Type 550 oder 405 und 40 Gramm Lievi Tomate. Für den Hauptteig brauchen wir nachher noch zusätzlich 200 Gramm Weizenmehl, 75 Gramm Butter, 5 Gramm Salz, 2 Eier, 40 Gramm Zucker und 20 bis 30 Gramm Sahne. Als erstes mache ich den Vorteig, dafür das Wasser mit dem Lievito, der Hefe und dem Mehl verrühren. Einfach nur so weit verrühren, bis der Teig einigermaßen homogen geworden ist. Den Teig in der Rührschüssel so circa eine Dreiviertelstunde zugedeckt gehen lassen. Zum schön aufgegangenen Vorteig kommen dann jetzt noch die Eier, der Zucker und das Mehl dazu. Bei langsamer Geschwindigkeit 15 Minuten kneten lassen. Dann gibt man noch die Sahne dazu. Und lässt es ebenfalls unterkneten. Wenn der Teig schön durchgeknetet ist, kommt das Salz dazu. Und nach die Butter, während die Maschine weiterläuft. Wenn die ganze Butter zugegeben ist, lässt man den Teig nochmals 10 Minuten weiter kneten und zwar auf schnellerer Stufe. Wenn der Teig schön glatt ausgeknetet ist, wieder in eine Schüssel mit Deckel umgefüllt. Und hier drin darf er dann 3 Stunden lang gehen, wobei er nach einer und nach 2 Stunden gedehnt und gefaltet wird. Und dann kommt er für ca. 10 bis 12 Stunden in den Kühlschrank. Wer es sehr eilig hat, kann den Brioche-Teig natürlich auch gleich weiterverarbeiten bzw. noch einmal 1 bis 2 Stunden bei Zimmertemperatur gehen lassen und dann weiterverarbeiten. Ich mache den jetzt allerdings über Nacht in den Kühlschrank und lasse den da gehen. Der Teig ist über Nacht richtig schön aufgegangen, wie ihr sehen könnt. Den lasse ich jetzt etwa eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde bei Zimmertemperatur akklimatisieren und dafür natürlich zudecken. In der Zeit bereite ich mir solche Aluminiumringe vor, in denen ich die Burger nachher backe. Dafür nehme ich ein Stück Alufolie. Das ist die Hälfte von meiner Alufolie, etwa 40 bis 45 cm lang. Das gibt dann nachher einen Durchmesser von etwa 11 cm, richtig schön also für große Burger. Dafür einfalten, in etwa so, dass die Ringe nachher 2 cm hoch sind. Und dann an den Enden miteinander verzwirbeln bzw. verfalten. So, dann aufhalten und ich mache das meistens dann hier so ein bisschen rund. Dann sind schöne runde Ringe. Damit die Buns nachher gut rausgehen, wölle ich das ein bisschen ein und dann kann der Teig da rein. Dann hole ich mal meinen Teig raus und wiege mir Stücke ab von etwa 100 Gramm. Zwischen 100 und 110 Gramm mache ich sie meistens schwer. Die Teigstücke dann rund wirken. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schaut mal unter das Video in die Infobox. Dort habe ich euch meine Werkzeuge verlinkt. Dann kurz entspannen lassen und dann flach drücken.
Wenn sie sich wieder zu sehr zusammenziehen, dann einfach noch mal ein bisschen entspannen lassen. Dann in die eingeölten Ringe setzen. In den Ringen noch mal flach drücken. Ich heb da dabei immer die Naht fest, damit die Ringe nicht aufgehen während dem Drücken. Dann ein bisschen einsprühen. Zudecken, damit sie während dem Gehen nicht austrocknen und dann etwa verdoppeln lassen. Die Brötchen sind schon richtig schön aufgegangen, wie ihr es sehen könnt. Dann bereite ich jetzt die Eistreiche vor. Dafür habe ich ein Eigelb mit einer Prise Salz bestreut. Und da kommt noch ein Esslöffel Sahne dazu. Alles miteinander verquirlen. Und die Teiglinge damit einpinseln. Den Backofen vorheizen auf 230 Grad Ober-Unterhitze bzw. 210 Grad Umluft. So, und jetzt noch mit Sesamsamen bestreuen. Ich mache es heute mit schwarzem Sesam. Ihr könnt natürlich da auch hellen Sesam verwenden bzw. auch Mohn oder Sinatura lassen. Die backe ich jetzt im vorgeheizten Backofen für ca. 12 bis 15 Minuten. So, jetzt sind sie hier fertig gebacken. Als erstes nach dem Rausholen aus dem Backofen mit Wasser besprühen. Dann werden die nachher richtig schön weich. Die Alufolie zieht man dann ab. Und die Ringe, die kann man nach einer Reinigung dann wieder verwenden. Sie sind richtig schön geworden. Und wie ihr sehen könnt, einen wunderschönen hellen Rand, wo die nachher auch gut weich sind zum Aufschneiden. Und hier seht ihr, wie unheimlich weich die sind. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, Lob, Kritik oder Anregungen, dann lasst mir doch bitte unten einen Kommentar da. Ich antworte euch dann auf jeden Fall darauf. Und solltet ihr meinen Kanal bisher noch nicht abonniert haben, dann macht es doch ganz schnell und drückt dann auch auf die Glocke, damit ihr immer eine Info bekommt, wenn ein neues Video von mir da ist. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ciao!